Und damit herzlich willkommen zurück zum Dire of 20 Modpack Let's Play. Hier ist endlich unser Zeug gleich fertig geschmolzen, das heißt, wir können endlich unsere Spitzaxt machen. Jetzt ist die Frage, aus was machen wir das Binding? Die Rot möchte ich gerne aus Obsidian machen. Das Blut kam von einem Huhn, das da vorher reingehüpft ist. Das Binding haben wir schon irgendwo. Dings haben wir noch nirgendwo bekommen gleich, oder? Seegraszeug. Bam, 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 bam. Oh. Papierzeug meine ich. Zuckerrohr, so. Da unten ist, glaube ich, welches. Sicher bin ich mir aber nicht. Aber gut, dann machen wir den Modifier, den Händelding. Machen wir den halt aus, das ist Alumite, was soll's. Wir haben ja glücklicherweise relativ viel jetzt von dem. Ja, was soll's. Händelding. So. Und damit uns keine Hälfte übrig bleibt, schmelzen wir das auch noch weg. Das kann man ja immer wieder einschmelzen, das ist der Vorteil. So. Was fehlt uns noch? Hier, die Rot. Die möchte ich, wie gesagt, aus Obsidian machen. Haben wir uns halt kurz ins Bett. Zack, wenn schon unbedingt finster werden muss. Ah, Halleluja. Bevor es hier weitergeht, reißen wir schnell den Baum ab. Bevor wir hier wieder 7000 Dinger auf der gleichen Stelle haben. So. Obsidian ist jetzt ganz unten, sehr schön. Dann Spitzaxt. Obsidian. So. Mining Level Cobalt, sehr schön. Mining Speed 16, oh. Gar nicht so schlecht. Und jetzt dürfte noch ein Obsidian genau drin sein, genau. Und drei geschmolzene Aluminium. Eins. Zwei. Was denn nämlich der große Vorteil ist, bei dem jetzt, wir können auch Dings jetzt uns holen, Obsidian. Ui. Sehr schön. Haben ein paar Äpfel auch noch, auch nicht schlecht. Grünzeugs. Werkzeug müssen wir dann noch irgendwo irgendwie unterbringen. Ah, ich weiß schon wo. Da. Und jetzt hätte ich gesagt, versuchen wir mal, Obsidian abzubauen. Und dann werden wir nämlich irgendwann in den Nether gehen. Nicht in dieser Folge. Da werden wir noch ein bisschen unten herum erkunden. Aber in absehbarer Zukunft möchte ich in den Nether, denn ja, damit wir zu
Kobalt und Adite bekommen, damit man. Na, ihr seid ja lustig. Der Skelettmann hat uns fast umgebracht. Oh, Mr. Explosionsmann. Oi, oi, oi. Dann werden wir erst mal hier ausleuchten. Kurz mal was essen. So. Und hier sieht es wieder nach Lava aus. Jupp. Hier sieht es nach Lava aus. Lava haben wir aber da drüben auch noch. Und vom Sulfur baue ich jetzt nichts ab, da habe ich jetzt keine Lust dazu. Dann nehmen wir das hier mal mit. Du-du-du-du-dum. Und solange wir noch hier von diesen Billigspitzaxten was haben, werde ich die andere natürlich nicht angreifen. Na bumm. Wieder mal Kohle en masse. Aber wer weiß. Lapis, sehr gut. Eisen. Auch sehr gut, alter Schwede, ist da gerade viel rausgekommen. Das aufheben nicht vergessen. Lapis. 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 Sehr schön. So muss Mining ablaufen. Dann mach mein Licht dran, bevor uns da jemand besuchen kommt, und nehmen hier auch noch was mit. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Also Kohle findet man natürlich einiges. Gold, aber wir haben noch keine Diamanten gefunden. Leider. Was ist das? Ist das ein Enderman oder ET? Ne, ist ein Enderman. Ja, aber eine Enderperle hätte droppen auch können, der Gute. Wenn er sich schon uns so entgegenschmeißt. Zack. Dann da oben. Haben wir halt mal ein bisschen eine Mining-Episode. Macht ja auch nichts. Immerhin erkunden wir auch hier die Höhlen. Unter unserem Haus, so ist es ja nicht. Sehr schön. Dann holen wir noch die Kohle raus und dann werden wir mal nach oben latschen. Also wir finden jetzt hier noch... Ach so, Obsidian wollten wir testen. Oh, habe ich Gold übersehen. Ja, übertrieben schnell geht es noch nicht, aber es scheint zu funktionieren trotzdem. Ja, tut es. Okay. Gut zu wissen.
weiß auch Kohle. So. Interessant, wie viel Gold sich hier versteckt hinter der Kohle. Deswegen werden wir doch Kohle meinen müssen. Hier hat sich auch Eisen vergraben. Oh, und ein Ritz dann auch noch. Na bumm. Sehr schön. Aber jetzt. Ja, hoch mit uns. Na komm. Lauf ein bisschen. Ich trinke in der Zwischenzeit einen Schluck, wenn es sich ausgeht. Ja. Oh, ja, ja. Aber nur wenn ich die Flasche jetzt aufbringe. Ah, sich nicht ganz ausgehören. So. Boom. Wieder vor. Zack, zack, zack. Langsam müssen wir uns das überlegen, hier mit den Kisten. Entschuldigung. Denn hier sind wir jetzt ein bisschen vor. Hier aus. Ah, der war gerade am Fertigwerden anscheinend. Jo, langsam geht es uns ja eigentlich recht gut, muss man ja zugeben. Oh, sagen wir so, es geht uns nicht schlecht. So. Dann hätte ich gesagt, wir erkunden das andere Teil der Mine, nur ohne die Allomite Pick, denn um die wäre es mir zu schade. Sehr gut, geht das sehr gut. Dann wieder runter. 17 Minuten haben wir ja noch. Da geht noch was. Da fehlt mir noch was Verrücktes, hoffentlich. Nichts, was uns umbringt, aber was Verrücktes wäre mal witzig wieder. So, da rein. Und da habe ich schon einen Zombie. Lava, ich sehe Lava. Ah, und da drüben war mal okay. Na, da habe ich mir jetzt mehr erwartet. Das ist nur so einen kleinen Abschnitt, aber gut. Für die Kohle sage ich natürlich auch nicht nein. Hier auch ein riesiger Chunk eigentlich. Ah! Wieder was abgebaut, was wir nicht brauchen. Und da habe ich eindeutig was übersehen. Verlauter schnell, schnell. Ah ja, dann könnte man noch mal ein bisschen was Designtechnisches bei unserem Haus machen. Wo auch immer ist, solange er ins in Ruhe lässt, habe ich kein Problem mit ihm. Der gute Zombie. Aber jetzt erstmal nach oben. So. So. Was Designtechnisches? Da gibt es nämlich was extra Cooles bei diesem Pack hier auch.
Und ich hoffe, ich kann es jetzt craften, ohne total zu failen. Yeah, ein Chiselding. Aus dem restlichen Zeug machen wir so ein Zeug. Sehr schön. Und da kann man nämlich rechts was gleich, genau. Sau geile Dinge craften. Cobblestone und so weiter, wie ihr seht. With Light Panel, cool. Cobblestone Damage, Cobblestone Tiles. Creeper Cobblestone Tiles, saugeil. Ah, okay. Können nur in der Nacht schlafen. Dann bauen wir hier unseren Hauseingang um. Zu. Keine Ahnung, sowas. Gib her mal. Ja, doch, doch, das gefällt mir. Ah, es war oben vielleicht nicht. Small Cobblestone Tiles. Französische. Ah, verschiedene sind das. Nehmen wir vielleicht die für den Boden. Ja, die schauen nicht so schlecht aus. Einfach umher. Unser Startding. Ein bisschen aufzuhübschen. Damit es nicht ganz so extrem ausschaut. Dass wir hier in einer Höhle leben. Und was halt cool ist, man kann das Äquivalent exchangen. Und nein, den Mod gibt es noch nicht für eins. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar nur. Ja. Keine Ahnung, ob man was damit machen kann. Das Ding noch mal aufgerufen. Das waren jetzt vielleicht etwas viel. Gut, und was mich interessieren würde, können wir mit den Stufen auch was machen? Nee, okay, schade. Bam, 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 bam. Das wäre cool gewesen. Wie schaut's mit Holz aus? Geht da was? Nö. Mit so einem Holz vielleicht. Ja, doch, da gibt es ein paar. Geiler Scheiß. Und wie schaut das andere aus? Und was passt besser zu einem Bergstollen? Was haben wir sonst noch? Vertikal. Die, da gefällt mir fast am besten. Die Oakwood Binds. Machen wir solche. Binds. Genau. Ein Mineneingang ein bisschen aufhübschen. Dann sieht unser Höhlending ja doch gleich ganz anders aus. Schaut es nicht mehr so trist aus.
Vielleicht sollte man das auch durch Holz ersetzen. Wobei, nee, da habe ich eine bessere Idee. Acht werden noch zu wenig sein. Bin zwar keiner, der sich mit Design auskennt, aber so gefällt mir unser Eingang deutlich besser. Oi, öppa. Hat doch irgendwie was Einladendes. Oder zumindest ist es einladender als einfach nur ein Holzdingsbums. 8 Minuten hätten wir noch. Ja, da kommt da, weil wir noch ein bisschen hier verschönern, hätte ich gesagt. Wir müssen die Spitzhexe ja sowieso loswerden. Ja, doch, hat schon was. So ganz aus edlem Cobblestone. Der eigentlich nichts kostet, also den Cobblestone selbst. Die hat man. Cool. So. Hier neben das Bett haben wir uns ein bisschen Holz. Damit es ein bisschen angenehmer rüberkommt. Hier, ne? Ja. So. Dann möchte ich aber anderes Holz nehmen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Die Crates. Smooth Oak Planks. Das sind einfach nur normale, okay. Fancy Oak Wood Crate. Ja, doch. Das Shit schaut gleich mal besser aus. Fancy. Ja, gut, steht das da eigentlich? Ja, doch, steht. Dafür die Füße haben wir auch hier so ein Oakwood Crate rein und natürlich auch hier und hier, wenn wir schon umreißen. Ist aber cool, der Mod. Fancy Oakwood Crate, genau. Haben wir schon eine gemütliche Wohnecke. Den Ofen da oben müssen wir nur noch hinbringen. So. Cool. Können wir uns schon am Ofen anwärmen? Sehr schön. 5 Minuten haben wir noch, da können wir hier das noch durchtauschen. So.
Ah, natürlich genau einen zu wenig. Und angeblich haben die sogar Connected Textures. Da bräuchten wir nur halt mal was. So, ha. Wir haben hier Forge Multipart installiert. Dann einmal zurück zum normalen Cobblestone und normales Holz. So. Und hier sind wir wieder vor. Aber cool. Gefällt mir. Auch von draußen jetzt. Da werde ich gleich noch ein Thumbnail-Bild dann aufnehmen gleich. So irgendwie. Machen wir natürlich auch gleich jetzt noch in dieser Folge, nachdem wir geschlafen haben. Zack. Und wir müssen uns hier noch eine Tür einbauen dann. Damit uns nicht jemand da besuchen kommt. Das wäre doof. So, F1. Irgendwie stört ein bisschen das Ding, dass da die Sachen rausstehen, aber gut, machen wir halt so ein Bild. Zack. Ich hoffe mal nicht, dass das DX-Tool-Zeug drauf ist. Und so ein Bild. Sehr schön. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.